Ach komm, was soll's. Wir nehmen jetzt einfach mal, was geschieht wohl, wenn ich es einfach tue? Denk nicht länger daran. Was geschehen ist, ist geschehen. Ich gehe jetzt besser zu Bett. Ich ahne, dass uns eine lange Reise bevorsteht. Am nächsten Morgen erwachte ich ausgeruht und frisch wie eine Rose, als mich unvermutet eine Schockwelle mitten ins Herz traf. Ich vernahm die Stimme des Orakels. Keine Angst. Wir werden schon einen Weg finden, euch zu retten. Als ich wieder zu Atem gekommen war, zog ich mich an und sammelte meine Sachen ein, ehe ich mich zu all jenen gesellte, die für diesen Auftrag ausgewählt worden waren. Ich war wirklich gespannt, was ich auf meiner Reise zu sehen bekommen würde. Oh ja, ich auch. Entschuldigung, das ist irgendwie dieses, wenn man schon die Bilder gesehen hat und was man so alles zu sehen bekommt. Ja. Ich freue mich schon drauf. Als ich am Treffpunkt ankam, staunte ich nicht schlecht über die Vielzahl an Leuten, die sich dort eingefunden hatten. Nicht nur Gardenmitglieder nahmen an der Mission teil, auch Bewohner des Refugiums, Freunde von außerhalb und viele mehr. All diese Leute waren zusammengekommen, um zu zeigen, dass sie voll und ganz hinter uns standen. Ika rief einen Teilnehmer nach dem anderen auf und überraschenderweise fiel auch der Name, den zu hören ich gehofft hatte. Kero? Wunderbar! Ja, ich bin soweit. Super. Sieht aus, als könnten wir ein bisschen Zeit miteinander verbringen. Gut. Sind denn alle startklar? Ein kollektives Lachen ging durch die Menge. Verzweifelt ließ ich meinen Blick auf der Suche nach Walküren umherschweifen. Ich betete, dass er unter den Anwesenden war. Wir wünschen euch eine gute Reise. Mögen die Schutzheiligen der Reisenden mit euch sein. Seid zuversichtlich. Diese Mission wird erfolgreich sein und ihr werdet siegreich zurückkehren. Miiko setzte ihre Rede noch eine Weile fort. Sie war voller ermutigender, hoffnungsspendender Worte. Es war offensichtlich, dass sie damit sowohl ihre Truppen motivieren, als auch den Zurückbleibenden die Furcht nehmen zu wollen. Derweil versuchte ich, mit Leifton ins Gespräch zu kommen. Nach unserer merkwürdigen Unterhaltung neulich wollte ich sicher gehen, dass zwischen uns alles in Ordnung war. Doch es sah so aus, als wollte er nicht mit mir reden. Er ging an mir vorbei und rempelte mich leicht an. Boah, so ein schlechter Verlierer. Welche Laus ist dem denn über die Leber gelaufen? Da Leifton kein Interesse zeigte, sich mit mir zu unterhalten, nutzte ich die Zeit bis zum Aufbruch stattdessen, um mich ein bisschen mit Walküren auszutauschen. Also ist er auch dabei. Woo! Also haben sie sich doch für dich entschieden. Sozusagen, ja. Du siehst besorgt aus. Stimmt irgendetwas nicht? Ich habe ein wenig Bedenken wegen dieser Reise. Du nicht? Schon ein bisschen. Und wie? Du hast ja keine Ahnung. Eigentlich nicht. Ich bin ziemlich zuversichtlich. Wollen wir mal optimistisch sein? Seien wir mal optimistisch. Einfach mal so. Oh, umso besser. Ein bisschen Zuversicht kann nicht schaden. Ich habe einfach Vertrauen in Huang Hua. Wenn sie denkt, dass wir den Kristall mit der Flöte heilen können, na dann nichts wie los. Ich hoffe doch, dass wir deine Erwartungen nicht enttäuschen. Nicht dieses Mal, Valkyon. Davon bin ich überzeugt. Ich nahm seine Hand, um ihn zu beruhigen, und er schenkte mir ein so liebevolles Lächeln, dass mir ganz warm ums Herz wurde. Ich sah ihm intensiv in die Augen. Er begann ganz sanft mit dem Daumen über meinen Rücken zu streichen. Wohl eher über den Handrücken, oder? Oh Gott. Ich muss ihm einfach sagen, was ich empfinde. Jetzt ist bestimmt der richtige Augenblick, ich. Oh, natürlich, es platzt immer jemand dazwischen und ich habe sowieso nicht das Gefühl gehabt, dass das der richtige Moment ist. Ich meine, da stehen so viele Leute drumherum, das ist einfach nicht der richtige Moment, um über seine Gefühle zu reden. Oder? Zeit zum Aufbruch. Ich hoffe, ihr seid alle bereit. Aha, wir reisen auch diesmal auf Schokobos. Kann's immer noch nicht aussprechen. Aber irgendwie muss ich da an Kühe denken. Ich schüttelte den Kopf, um meine Fassung zurückzugewinnen. Na, nachdem sie uns so rausgeholt hat, müssen wir erstmal wieder nach unserer Fassung ringen. Nein, dies war wirklich nicht der richtige Moment für Gefühlsausbrüche. Aha,
Wir reisen auch diesmal auf Schokobos. Huang Hua wies uns die Richtung, in die wir aufbrechen sollten. Es konnte losgehen. Okay, erste Etappe, das Waldesinnere. Das kriege ich hin. Das kann ich. Hohler Baum. Ich saß ruhig auf dem Rücken meines Schokobos, als dieser plötzlich von Panik ergriffen in den Wald stürzte. Natürlich, durchgehende Schokobos. Das klingt fast wie Schokobon. Wir reiten auf einem großen Schokobon durch die Gegend. Im wilden Galopp erhaschte ich ein paar Gardenmitglieder, die sich an meine Fersen hefteten. Doch ich verlor sie ebenso schnell aus den Augen, wie ich die Kontrolle über mein Reittier verlor. Großartig. Ich muss unbedingt einen Weg finden, ihn zu besänftigen. Dein Gefährte ist außer Rand und Band. Finde einen Weg, ihn mit Hilfe der Quicktime-Events wieder unter Kontrolle zu bringen. Aufgepasst! Wenn dein Gefährte nicht beruhigt ist, musst du von vorn beginnen. Toll! Na gut, ich erinnere mich nicht mehr, wie die Quicktime-Events funktionieren. Ja, ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Egal, wir versuchen es einfach. Ihr wisst ja schon aus anderen Spielen, wie brillant ich mit Quicktime-Events umgehen kann. Ganz besonders auch in The Walking Dead. Das ist eine Katastrophe mit mir. Okay, ah nee, scheiße, da muss ich gedrückt halten, genau. So und gedrückt halten. Und dann gab es auch noch welche, wo man festhalten muss. Genau, zack, zack, zack. Schwupp. Oh, ich bin gerade echt eine Katastrophe. Das kann doch nicht so schwer sein, Leute. Ach, wunderbar. Ich habe es geschafft, ihn zu beruhigen. Aber wir haben dabei den Wald verlassen. Ist ja gut. Beruhig dich, mein Schöner. Wo hast du mich da bloß hinmanövriert? Na komm, zurück in den Wald. Bestimmt warten da schon alle auf uns. Super toll. Frei nach dem Motto, wie kann man den Spieler dazu bringen, möglichst viel Mana zu verbrauchen. Ha, niemand zu sehen. Ich nehme an, sie warten am Waldtreffpunkt auf mich. Wo war der nochmal? Ich suchte nach dem Routenplan, den Ika mir gegeben hatte, doch ich konnte ihn nirgends finden. Ich hatte ihn wohl fallen lassen, als mit meinem Gefährten die Pferde durchgegangen sind. Schön. Ich muss sie wiederfinden, bevor sie ohne mich weiterziehen. Tja, jetzt ist halt die Frage, finden wir das hier irgendwo auf dem Boden oder müssen wir da reinlaufen oder ich habe keine Ahnung, wo wir hin sollen. Wir sind ja eigentlich hier Richtung Meer gerannt, aber da ist nichts. Hat da gerade was geblinkt? Nein. Einbildung ist auch eine Bildung. Ich verstehe es gerade nicht, wo wir hin müssen. Felsiger Weg? Nö. Hier sind sie nicht. Ich muss weitersuchen. Hä? Mädel, sollst du nicht eigentlich die Karte suchen? Na endlich. Ich war schon nahe daran zu glauben, ich würde dich nie wiederfinden. So groß ist der Wald ja nun auch nicht. Ich habe auch nach euch gesucht. Kann ich mir denken. Da haben wir uns wohl verpasst. Nun gut, folgt mir. Sie warten am Waldrand auf uns. Sind wir nicht schon am Waldrand? Hä? Hey. Sind alle startklar? Gut, dann lasst uns diese Reise beginnen. So, zweite Etappe geradeaus. Ist das hier geradeaus? Sieht gut aus. Nun, hast du deine Gedanken ein wenig ordnen können? Was meinst du? In Bezug auf Walküren. Ja. Ich hoffe, dir ist nun leichter ums Herz. Naja, das ist kompliziert. Das glaube ich gern. Liebe ist niemals einfach. Oh, ist das süß. Boah, hätte ich bloß drauf gewettet, dann hätte ich jetzt einen Haufen Kohle. Gewettet? Worauf gewettet? Dass du wieder irgendein Chaos anrichten und verloren gehen würdest. Hey, das ist aber nicht nett. Aber er hat recht. Aber sowas von wahr. Eben. Du bist doch der, der immer alles ins Chaos stürzt, nicht ich. Ja, stimmt schon.
Nur weil es ausnahmsweise nicht du warst. Nee. So leid es mir tut, er hat leider recht. Ich bin wirklich ganz schön ungeschickt. Und dafür lieben wir dich. Hey, mein Schokobon ist durchgegangen. Ich kann da auch nichts für. Hä? Kling! Ich wandte mich um und glaubte, einen Schatten über das Dickicht wandern zu sehen. Dabei ist gar niemand hinter mir. Wie merkwürdig. Ich wies meinen Schokobon an. Jetzt sag ich schon Schokobon. Okay, ich wies meinen Schokobo an, zu einem der Büsche hinunterzutraben. Als wir ihn erreichten, war ein Knurren zu hören. Ich stieg ab, um mir die Sache näher anzusehen. Valkyria? Ja? Macht dein Schokobo noch Probleme? Nein, gar nicht. Was ist dann los? Ich weiß noch nicht genau, was ich gesehen habe. Oder nicht gesehen habe. Kein Grund, ihn zu beunruhigen. Ich war nur in Gedanken. Na gut. Wenn der Gefährte dir wieder Schwierigkeiten bereitet, leg einfach eine Hand zwischen seine Schulterblätter und beweg die Finger, als würdest du Klavier spielen. Valkyrn machte es mir vor und sein Gefährte begann zufrieden zu glucksen. Die lieben das. Willst du es versuchen? Ich weiß nicht. Vielleicht ein andermal? Nie im Leben, aber danke. Klar! Ich kletterte auf Valkyrns Gefährten und vergrub meine Hand zwischen seinen Federn. Valkyrn saß dicht hinter mir. Er führte meine Hand mit der seinen und ich spürte, wie die Wärme seiner Haut auf meinen Körper überging. Jo, Liebe, Liebe! Weak. Siehst du? Ja, ich seh's. Ich stieg von seinem Schokobo. Danke für den Tipp. Gerne. Ich kehrte zum Ende des Zuges zurück. Valkyria? Ja? Irgendwie scheint gerade jeder mit mir reden zu wollen. Ich glaube, du hast den hier verloren. Er reichte mir meinen Routenplan. Oh, danke. Gern geschehen. Richtig, ich hatte den Plan ja verloren. Wo er ihn wohl gefunden hat? Nobody knows. Weiter geradeaus. Bei der Ebene der Leere machten wir kurz Halt, um den Hamadriaden, die als Gegenleistung für ihren Schutz Anspruch auf den Wald erhoben hatten, eine Art Zollgebühr zu entrichten. Der Weg erschien mir länger als gewöhnlich. Eigentlich war Balenvia gar nicht so weit vom Hauptquartier entfernt, doch aus einem unerfindlichen Grund war die Stimmung ziemlich gedrückt. Es war offensichtlich, dass diese Atmosphäre der Gruppe aufs Gemüt schlug. Nach und nach machte sich eine allgemeine Niedergeschlagenheit bemerkbar. Die Reise erwies sich als so beschwerlich, dass unser einziger Trost in den Lebensmittelrationen bestand, die Karute und ich vorbereitet hatten. Essen macht immer glücklich. Doch nach einigen Tagen erblickte ich endlich einen vertrauten Landstrich. Balenvia. Na endlich! Kaum waren wir eingetroffen, da scharten sich auch schon die Dorfbewohner um uns. Oh! Wo ist denn unser Freund Milo? Ah, ihr seid Freunde von Milo? Aha, er ist mein bestester Freund. Oh mein Gott! Nein, meiner. Nein, meiner! Hey, weißt du was, Fräulein? Er ist verliebt in unsere Lehrerin. Okay. Kinder, lasst sie doch erstmal ankommen. Hört mal alle her, wir müssen unser Lager aufschlagen. Danach dürft ihr bis morgen früh gern euren freien Beschäftigungen nachgehen. Ich erwarte allerdings, dass ihr zeitig zu Bett geht. Der zweite Teil der Reise wird noch länger als die erste. Ich folgte den anderen bis zu der Ebene, auf der wir letztes Mal unser Lager aufgeschlagen hatten. Es waren immer noch Spuren unseres Aufenthalts vorhanden. Ein Zeichen dafür, dass Mutter Natur noch keine Zeit gehabt hatte, sie zu tilgen. Nach wenigen Stunden war das Lager bereit. Ich fand das nicht gerade praktisch, denn die Zeit, die wir mit dem Auf- und Abbau unseres Lagers verbrachten, hätten wir auch zum Erreichen des Feng Huang-Tempels nutzen können. Jedoch hatte sich Huang Hua diesbezüglich unmissverständlich ausgedrückt. Wir mussten jederzeit in Höchstform sein, für alles gewappnet. Es klang, als erwarte sie irgendetwas. Aber was nur? Das Lager steht. Ich habe also den Rest des Tages etwas Zeit für mich. Ich werde Edel Hallo sagen. Es ist lange her, dass ich ihn zuletzt gesehen habe. Gott,
Welche Stimme hatte ich ihm denn noch gegeben? Ich weiß es nicht mehr. Hallo? Edel? Dorfzugang? Städtchen? Oh, ist das geil. Jetzt läuft man hier wieder stundenlang rum, ohne irgendjemanden zu finden. Dorfzugang? Moment mal, wenn ich jetzt hier auf den Höhlenpfad gehe. Weg zur Höhle. Ach, hier war Edel, ne? Oh Gott, müssen wir da wirklich rein? Das finde ich aber gar nicht so cool. Ich weiß gar nicht mehr, wo man hier lang muss. Muss man überhaupt in die Höhle? Hallo? Hallo, Hilfe! Alter, ich habe mich verlaufen. Das war so klar, ey. Oh, oh, hier kenne ich mich wieder aus. Da ist Edel ja. Er unterhält sich mit den anderen Mykoniden. Sie sehen alle so glücklich aus. Wie schön. Sehe ich richtig? Bist das wirklich du, Valkyria? Er kam zu mir und umarmte mich herzlich. Wie geht es dir, mein Kind? Sehr gut. Das stimmte zwar nicht so wirklich, aber ich wollte ihn nicht beunruhigen. Freut mich zu hören. Und euch? Wie läuft es mit der Dorfverwaltung? Haben sich die Spannungen zwischen eurem Volk und den Malenvianern gelegt? Ja, durch Hagleys Tod ist uns klar geworden, dass wir zusammenarbeiten müssen, wenn wir vorankommen und unseren Völkern ein gutes Leben bieten wollen. Mittlerweile sind wir alle eine große Familie. Oh, das freut mich wirklich sehr für euch. Ich bin froh, dass ich mich für euch eingesetzt habe. Du hast dich nicht nur für uns eingesetzt. Du hast uns zu diesem Sieg geführt. Und dafür werden wir dir auf ewig dankbar sein. Oh, ich. Seine Worte rührten mich so stark, dass ich unversehens rot wurde. Jedenfalls danke für deinen Besuch. Es war schön, dich wiederzusehen, sei es auch nur für einen kurzen Moment. Gleichfalls. Na, toll. Super. Und dafür ist man jetzt hier in die Scheißhöhle gegangen. Oh, da ist Chrome. Er beugt sich über einen Felsen. Buh! Valkyria? Boah, ey, du hast mich erschreckt. Was machst du da? Ich untersuche die Gegend, wenn ich schon mal Gelegenheit habe, sowas zu machen. Hast du das nicht letztes Mal schon gemacht? Und hast du was Interessantes entdeckt? Verstehe, dann mach nur. Und wie? Du hast ja keine Ahnung. Da steckt so viel Geschichte in diesen Stein. Wenn ich nur mit ihnen sprechen könnte, ich kann mir gar nicht ausmalen, was sie mir alles zu erzählen hätten. Na dann, beleg doch einen Sprachkurs. Ha, 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 ha. Sehr witzig. Ja, oder? Finde ich auch. Hey, Fräulein. Ja? Ich bin böse. Ja, stimmt. Ich bin auch böse. Ach ja? Und wieso? Du hast unseren Freund mitgenommen. Du hast unseren Freund mitgenommen. Euren Freund? Milo. Oh, er war ein Freund von euch. Das tut mir leid. Sollte es auch. Ja, sollte es. Sonst was? Sagen wir es Edel. Ha! Ja, dann sagen wir es Edel. Ha! Okay, Jungs. Dann macht mal. Oh, wen haben wir denn da? Kero? Oh, Valkyria. Gerade erst habe ich an dich denken müssen. Ach ja? Warum denn? Wir sehen uns in letzter Zeit seltener als früher. Ich habe das Gefühl, wir haben uns ein bisschen auseinandergelebt. Oh, wie so ein altes Ehepaar. Was redest du da? Ich fühle mich dir immer noch sehr nah. Nicht so nah wie Valkyrien, aber nah. Wir reden gar nicht mehr, du und ich. Weißt du, nur weil wir uns nicht mehr jeden Tag unterhalten, heißt das nicht, dass ich nicht mehr an dich denke oder schlimmer noch, mir nichts mehr an dir liegt. Ja, da hast du recht. Mir liegt auch viel an dir. Ich habe nur manchmal Angst, dich zu verlieren. Oh, eine Freundschaft muss man hegen. Wie? Ich stelle mir Freundschaft vor wie einen riesigen Gemüsegarten.
Wir alle haben dort Samen eingepflanzt und jedes Mal, wenn wir Kontakt zu anderen Personen herstellen, geben wir diesen Freundschaften das Wasser und den Dünger, die sie zum Wachsen brauchen. Du bist so weise. Aber wenn wir unsere Pflanzen nicht gießen, werden sie verwelken und schlussendlich eingehen. Selbst wenn sie verwelken, dann pflanzen wir eben neue. Dann stell dir einfach vor, dass unsere Pflanze ein Kaktus ist. Schenkt man Kakteen nicht immer den Leuten, die man nicht leiden kann? Da müssen wir eben eine automatische Bewässerungsanlage programmieren. Ich glaube, mit dem letzten kann er nicht so viel anfangen. Wir pflanzen einfach eine neue. Denkst du denn, unsere Freundschaft übersteht das? Ich sehe keinen Grund, warum nicht. Na gut, wenn du dir so sicher bist. Ja. Und wieder eine gute Tat. Wir haben jemanden beruhigt. Okay, wir müssen hier lang offensichtlich. Hä? Hilfe! Oh, da ist Leifton. Hallo. Guten Tag. Du bist also nicht bei Valkyron? Oh, er ist so ein schlechter Verlierer. Nein, wieso? Ich hatte angenommen, dass du ihm die ganze Reise über nicht von der Seite weichen würdest. Dieser Gesichtsausdruck dabei, so meh. Wie bitte? Ihr steht euch doch sehr nahe. Das mag sein, aber deswegen bin ich noch nicht dazu verpflichtet, mich in seiner Nähe aufzuhalten. Mhm, sicher. Ich verstehe nicht, worauf er hinaus will. Was versucht er mir damit zu sagen? Er war schon bei unserem letzten Gespräch ziemlich schroff. Leifton, kann es sein, dass du ein Problem mit mir hast? Wie kommst du darauf? Neulich hast du dich mir gegenüber sehr eigenartig benommen. Ich hatte das Gefühl, ich befinde mich in einem Verhör. Und so wie du gerade von Valkyron redest, komme ich mir vor, als hätte ich ein Verbrechen begangen. Na, so ist das nicht. Es ist einfach... Was? Was ist es denn, Leifton? Ich weiß alles. Alles? Was alles? Von eurem Kuss. Ich habe dich mit Evelyn darüber reden hören. Du hast uns nachspioniert? Nein, ich war gekommen, um nach dir zu sehen. Ich habe nicht daran gedacht zu klopfen und euch mitten im Gespräch zu überraschen. Ich wollte nicht lauschen. Es tut mir leid. Nicht weiter schlimm, aber ich begreife immer noch nicht, wieso du in diesem Ton mit mir redest. Ich weiß nicht, zu wissen, dass er dich geküsst hat, das lässt mich nicht kalt. Oh. Ist er etwa eifersüchtig? Ja, was dachtest du denn, was er ist? Mein Gott! Aber es tut mir leid, ich hätte nie so reagieren dürfen. Leifton. Ich weiß nicht, was ich darauf erwidern soll. Du liebst ihn, nicht wahr? Ich, was? Valkyron, bist du in ihn verliebt? Offen gestanden, ich habe keine Ahnung. Ich empfinde eine Menge für ihn, das stimmt. Sein Gesicht nahm einen verschlossenen Ausdruck an. Ich spürte, dass meine Worte ihn verletzt hatten. Und welche Rolle spiele ich in dem Ganzen? Gehört mir nicht wenigstens ein winziger Teil deines Herzens? Boah, ganz ehrlich, gerade wenn er dann einen auf so macht, ich habe echt das Gefühl, ich bin so ein Mittel zum Zweck. Eigentlich will er nichts von mir, aber er ist halt böse, was wir ja herausgefunden haben und wir haben eine Verbindung zum Orakel. Das heißt, wir sind nützlich für ihn. Er will also irgendwie, dass wir auf seine Seite gezogen werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er es ernst mit uns meint. Nee, wirklich nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei den Mädels ist, die Leifton auch in der Hauptroute spielen, wenn man das als Hauptroute betrachten kann. Also ich sehe ihn eher so als Bonuscharakter. Aber, nee, das kann doch nicht ernst gemeint sein. Ich weiß nicht, Leifton. Ich bin noch nicht so weit, dass ich auf diese Frage antworten könnte. Rein freundschaftlich ja. Wenn du mehr wollen solltest, lautet die Antwort leider nein. Oh, ja. Ah. Seine Augen nahmen einen zutiefst kummervollen Ausdruck an. Irgendwie tat es mir leid, seine Hoffnung so brüsk zunichte gemacht zu haben. Aber ich kann keine Gefühle erzwingen.
Und ihn anzulügen und ihm unnötig Hoffnung zu machen, ist auch falsch. Entschuldigung nochmal. Ich werde dich nicht weiter belästigen. Was auch immer ich von ihm halten mag, er verwirrt mich mehr und mehr. Ich hätte nie geglaubt, dass er in der Lage wäre, solche Eifersucht zu empfinden. Leifton, was verbirgst du noch vor mir? Oh, seine böse zweite Identität. Sein Dämon sein. Tja, so, wie komme ich hier jetzt wieder raus? Ah, ich glaube, so, nein. Hä? Hier. Ja. Nein? Ich habe mich verlaufen. Nee, habe ich doch nicht. Ja! I did it. Ich hörte Karuto auf einen Kochtopf schlagen, um zum Abendessen zu rufen. Ich beeilte mich mit dem Essen und legte mich dann mit den anderen schlafen. Nachts wachte ich mehrmals auf. Mein Körper war offenbar nicht gewillt zu schlafen, was mir gehörig auf die Nerven ging. Ich war es leid, mich im Bett herumzuwälzen und beschloss stattdessen aufzustehen und kurz frische Luft schnappen zu gehen. Balenvia bei Nacht ist wirklich schön. So friedlich und still. Richtig beruhigend. Der Nachthimmel sieht so anders aus als über dem Hauptquartier. Die Dunkelheit ist viel dichter, schwarz wie Ebenholz. Und die Sterne haben viel mehr Leuchtkraft. Ich kann problemlos alle Sternbilder erkennen und sogar die Milchstraße, wenn ich mich nicht irrte. Oh, das sieht so schön aus. Ich war schon so oft hier. Trotzdem habe ich mir nie die Zeit genommen, den Ort eingehend zu betrachten. Während ich so umherschlenderte und die kühle Nachtluft genoss, stolperte ich unversehens in eine Schlammpfütze. Mist, mein Schuh! Er ist total dreckig! Ist da jemand? Das Geräusch kam von da drüben. Ich ging in die Richtung, aus der ich das Rascheln gehört hatte. Ashcore, was macht ihr hier?